So, und damit begrüße ich euch wieder zurück zu Dragon Age Inquisition. Und ich möchte jetzt, nein, die Karte aufrufen. Die Karte ging so. Questkarte. Und wir wollen jetzt hier das nächste Lager aufrufen. Und haben das markiert und können jetzt hier irgendwie da hinkommen. Also es muss irgendwo da hinten sein. Der Klamm der Rebellenkönigin. Aha. Ja, ich glaube, wir haben einen. Tötet sie alle! Ist das nicht köstlich? Oh, jetzt bin ich tot. So, und wie belebe ich den jetzt wieder? Ah, der kommt wieder allein hoch. Okay. So, dann errichten wir hier mal ein Lager. Wie auch immer wir das machen. Ach, da vorne. Dies wäre ein guter Ort, um unser Lager aufzuschlagen. Habe ich gerade vor. So, okay. Lager ist aufgegriffen und jetzt hier Heiltränke. Heiltränke verfügbar. Es gibt nichts zu berichten. So, da hinten haben wir nochmal kleine Markierungen, was auch immer die machen. Da haben wir nochmal Darkgoldstein. Briefe bei einem Banditen. Die Patrouille geht so weiter, wie es festgelegt hat. Sollte es bei einem Zusammenstoß zu Verletzten kommen, kennzeichnet ihr die Stelle und zieht ihr euch in die Villa zurück. Wir müssen kampffähig bleiben, um genügend Präsenz zu zeigen und jegliche Flüchtlinge von dieser Gegend fernzuhalten. Banditen! Wo? Da hinten. Aber wir sind schon wieder beim Wegkreuz, okay. Zwischen den Magiern und Templern haben schon zu viele Unschuldige das Leben gekostet. Varric, ich brauche mal einen Bogen. Er geht auf mich. So, nochmal wieder Fleisch.
Wiedersehen! So, und das müsste die Hütte sein. Suchen. Wenn der Kompass pulsiert, kannst du LS drücken, um eine Suche einzuleiten. Bei aktivierter Suche wird die Richtung vorgegeben, Gegenstände durch ein weiteres Pulsieren auf dem Bogen angezeigt. Sobald du nahe genug bist, werden sie erfüllt. Okay. Mal sehen, ob hier irgendwas zu finden ist. Mal gucken, wie das schmeckt. Ein Tempel, würde ich sagen. Das vielleicht übernehmen? Ja. Okay, wo geht's weiter? Ja, anscheinend nicht. Okay, da haben wir nochmal eine Quest. Dann nehmen wir erstmal die hier und dann können wir nach unten gehen und einen Riss schließen. Oh, wir können noch ein Level aufsteigen. Sehe ich gerade. Charakterbogen. Ich wollte ja hier Einhacks. Zweihand. Genau. Mächtiger Schlag, weniger Ausdauer und verursacht mehr höheren Schaden gegen Ziele, die bereits zu Boden. Ja. Abbrechen. Und aha, ich habe schon wieder irgendwo ein. Das ist wahrscheinlich das Origins Achievement Geräusch. Wirbelsturm. Du wirbelst mit ausgestreckter Waffe herum und ja, das ist cool. So, nächste. Varric. Varric wird Bogenschütze oder. Nadelkissen. Wenn der erste Fall einen Gegner nicht niedergestreckt, dann vielleicht der zehnte. Jeder aufeinanderfolgende Treffer mit einem Bogen führt dem Ziel unnehmend höheren Schaden zu. Ja. So, und der nächste. Hallo? Das war ich. So, Cassandra. Entschlossenheit des Kriegers. Du kämpfst erbittert, wenn du verletzt bist und gewinnst dadurch Ausdauer, sobald du Gesundheit verlierst. Okay.
und Solas. Unruheherd. Nachdem du einen kritischen Treffer erzielt hast, hast du auf deinen nächsten Zauber keine Regenerationszeit. Das ist doch mal gar nicht schlecht. Anwenden. Und weiter. Da gab es noch eine Quest. Ah, und wieder ein Brief. Festung der abtrünnigen Magier. Sie wollten nicht, dass wir träumen, weil sie wussten, dass wir von der Wahrheit träumen. Von Macht und von den Schwächen der Welt. Wir können sie zerstören und neu formen. Wir sind die Auserwählten. Wir haben die Macht, die Welt zu verändern und den Willen, das auch zu tun. Wir haben die Zirkel erobert. Wir werden die Templer niederringen. Kommt mit uns in den Hexenwald. Niemand, der die Macht des Nichts nutzen kann, wird abgewiesen. Ein Brief ohne Unterschrift. Die Kante des Papiers ist zum Teil verbrannt. Hier, was bist denn du für einer? Da war doch vorher noch der Riss. Da, dich wollen wir nochmal schnell machen. Ach, das war der Wirbelwind. Ein Schluck bitte, danke. Wo ist jetzt eigentlich der Rift, den wir...
will ich jetzt eigentlich hin? So, da kam ich her. Den will ich machen. Ein bisschen müde, deshalb kann es jetzt gerade sein, schlaf gerade ein. Es war jetzt doch ein bisschen zu lange. So, das wollte ich noch. Komm. Oh, das geht nach hinten los. Okay, und wo ist jetzt der blöde Spalt? Wenn ich ihn schließe. Ach, da drin. Nee. Ach doch, da oben ist er. Gut, Spalt geschlossen. Yeah. Geschlossene Risse im Nichts. Eins von zwei, immer noch zwei. Da ist nochmal ein Questenmark, den werden wir noch ganz kurz nachher befragen und dann war es das auch schon wieder fast für heute. Brief in einem verlassenen Haus. Der Stein ruft mich. In meinen Träumen, wenn ich mit dem Hammer und Meißel forme, formt er mich wieder. Mein Fleisch wird verdreht, von Klauen und Zehen zerrissen. Das Licht am Himmel macht den Stein viel lauter. Die Höhle in den Hügeln hat guten, starken Stein. Ich kann ihn zu etwas formen, das stark genug ist, mich zu schützen. So ich mich beeile. Jedenfalls ihr die Träume habt, sprecht mit den Templern. Die kriegen es ohne Was? Der Krieg ist ohne Bedeutung. Sie haben die Aufgabe zu helfen. Wenn etwas zu furchterregend ist, um es alleine zu bewältigen, und der einzige Grund, warum sie euch als Kind nicht gefunden haben, besteht darin, dass eure Eltern euch versteckt haben. Falls die Bildhauer euch, falls die Bildhauerei euch hilft, habt ihr hier eine Karte zu einer alten Höhle, über die ich vor einigen Jahren gestolpert bin. Ich glaube, der Stein dort wird euch gefallen. Okay. Noch mehr Quests. Yeah. Und wo sind wir jetzt eigentlich? Nee. Jetzt sind wir da hinten. Da geht's zu einem Kerkereingang, da waren wir schon. Was haben wir hier? Abtrünnige im Hexenwald. Risse im Dings, da haben wir nochmal ein Kontrolle-Hinterland. Da
Die Meister der Pferde, okay. Was haben wir hier? Riss im Bandgebiet. Zu dem Ort reisen. So, das war's dann auch für heute. Ich mache dann eine kleine Pause und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Hoffentlich funktioniert das. Ich sage auf alle Fälle schon mal ciao.